Hallo Freunde, herzlich willkommen zu Fantastic Toys Merchandise Folge 84. Willkommen zu unserem zweiten Teil, zu unserem großen Small Soldier Special. Heute zeige ich euch wieder einige interessante Stücke und am Ende der Sendung dürft ihr mit mir mal Detektiv spielen, denn ich habe einige Raumschiffe und Fahrzeuge gefunden, wo ich nicht einordnen kann, aber schon seit über 20 Jahren besitze. Unter anderem seht ihr heute auch das seltene Small Soldier Double Pack mit einer Figur und einer Videokassette, das es nur in Deutschland gab. Und dann gucken wir uns noch ein Fahrzeug an und noch eine weitere Figur. Noch kurz etwas am Rande. Wir werden über Weihnachten eine Weihnachtspause machen von insgesamt 4 Wochen. Wir werden am 10. bis 12. Dezember die letzten Folgen reinstellen. Eine ganze Ladung, dass ihr auch was über Weihnachten habt. Und wir sehen uns dann spätestens am 8. 9. Januar wieder. Diese Pause ist nötig, denn alle im Team sind langsam ein bisschen ausgelaugt nach über 80 Folgen. Also, ich würde jetzt mal sagen, wir gehen jetzt mal rüber. Und ich zeige euch die Small Soldiers. Beginnen wir bei dem Fletcho Videokassetten Doppelpack. Wohlgemerkt ein sehr seltenes deutsches Doppelpack, das erschien. Als Small Soldiers auf Video rauskam, wollte man die Verkaufszahlen der Figuren ankurbeln und machte dieses Set. Heute nur noch sehr schwer zu finden. Die Rückseite des Kartons war identisch mit der Rückseite der Videokassette. Nebenbei gesagt, Small Soldiers ist ab 12 und geht 105 Minuten lang und ist wirklich ein hervorragender Familienfilm. Hier ein Szenenfoto aus Small Soldiers mit Kirsten Dunst. Hier Archer, der Anführer der Gorgonites. Und hier die Filmversion der Actionfigur Major Chip Hazard. Links der Karton, rechts die Rückseite der Videokassette. Hier sehen wir die linke Seitenlasche mit Major Chip Hazard. Im Hintergrund sieht man die Konstruktionspläne der Small Soldiers oder eher gesagt den Microchip. Auf der rechten Seitenlasche ist Archer abgebildet. Hier werfen wir einen Blick auf die Oberseite der Box. Und hier die Unterseite. Es handelt sich hierbei um einen einfachen Faltkarton. In den USA sehr gefragt. Hier werfen wir einen Blick in den geöffneten Karton. Gut ist die Videokassette zu erkennen. Hier haben wir den Inhalt des Kartons mal entnommen. Links die reguläre Verkaufsvideokassette, rechts die Actionfigur Fletcher. Hier sehen wir mal beide Videokassetten im Größenvergleich. Rechts das Cover und die Hülle von der Videothek und links die reguläre Verkaufsversion. Sag nie wieder Spielzeug zu mir. Der Spruch passt. So, nun nehmen wir uns aber Fletcho vor. Hier sehen wir die Vorderseite der europäischen Karte. Leider habe ich die Figuren nicht ausgepackt, sondern nur Mint on Card. Unten steht immer, wohin sie gehören. Hier, er gehört zu den Gorgonites und die anderen waren ja bekanntlich die Commando Elite. Im Hintergrund der Karte erkennt man die Konstruktionspläne des Mikrochips. Gut zu erkennen, eine europäische Karte. Knöpfen wir uns den Bruder mal vor. Seine Waffe, eine Axt. Hier sehen wir seinen Brustpanzer. Hier ein Blick von oben auf die Karte. Oben ist der, also vorne ist der Kopf und hinten ist ein Loch, das ist der Nacken. Dort konnte man eine Kugel reinstecken zum Abschießen. Auf der Rückseite ist der Vorgang sehr gut zu erkennen. Hier sehen wir das Projektil. Vorne die Halbkugelplatte und in der Mitte der Steg. Jedem Gorgonite war eine zusätzliche kleine Monsterfigur beigepackt. Hier die lila Figur sehr schwer zu erkennen. Kommen wir nun zum schrecklich aussehenden Zaniac. Auch er ist ein Mitstreiter der Gorgonites. The World Next Top Model. Der Winner ist Zaniac. Schau mir in die Augen, Kleines. Seine Arme sind so konstruiert, oder besser gesagt der Blister, dass sie sich seinen Arm anpassen. Auch seine Füße ragen aus dem Blister hervor, nach dem Motto, ich will gleich loslegen. Seine Füße sind mit Ketten umschlungen.
Hier sehen wir den Hüftbereich. Ein Blick auf die Rückseite der Karte. Senjeks Waffen sind seine Ketten. Hier sehen wir eine Kette mit einer schweren Morgensternkugel am Ende. Wenn man das auf den Kopf kriegt, aua! Auf der Unterseite wurde noch einmal ganz genau alles erklärt. In mehreren Sprachen selbstverständlich. Auch bei Senjek war ein kleiner grüner Kobold beigepackt. Na, die beiden sehen sich ja wohl verdammt ähnlich. Am coolsten finde ich seine Frisur. Ist das nun der Style des Jahres 2010 oder ist es einfach nur eine Riesenvogelspinne? Hier noch einen Blick durch die Seite des Blisters. Kommen wir nun zum rotierenden Kettensägenpanzer. Wie schon erwähnt, bauten sich die Small Soldiers aus allen möglichen Geräten Fahrzeuge. Hier nahmen sie einfach eine Kettensäge und änderten sie ein wenig ab. Beigepackt war die fest installierte Figur Ocula, nur in diesem Set erhältlich. Tank des Kommandos. Passt wohl nicht ganz. Ursprünglich gehörte dieses Fahrzeug zur Kommando Elite. Mit rotierender Kreissäge. Hier sehen wir die Rückseite der Box. Hier sehen wir die Oberseite der Box. Die Unterseite. Und hier sehen wir jetzt das gute Stück. Am Turm befindet sich ein roter Druckknopf, mit dem man die Kettensäge rotieren lassen kann. Das machen wir jetzt mal. Kann man auch perfekt für die Gartenarbeit einsetzen. Im Turm selber hat eine Actionfigur Platz. Sehen wir uns nun die Wanne des Panzers etwas genauer an. Im vorderen Teil befindet sich eine Luke für Ocula. Wenn man diese öffnet, sieht man Ocula und kann ihn herausfahren. Hier sieht man ihn mit seinem Lasergeschütz. Hier ein Blick von oben. Beigepackt war ein aktuelles Kennerprospekt, ein Klebebogen und natürlich die Gebrauchsanweisung. So Freunde, jetzt brauche ich nochmal eure Hilfe. Mitte der 80er Jahre erwarb ich als Kind für jeweils 50 Pfennig diese Raumschiffe und Fahrzeuge. Vielleicht kann mir jemand sagen, zu welcher Serie die gehören, habe ich bisher leider noch nicht rausfinden können. Es gab auch farbliche Unterschiede, wie man bei dieser Raumstation erkennen kann. Die Fahrzeuge hatten keine spezielle Verpackung, sondern waren in einem Art großen Glas. Hier mein Lieblingsfahrzeug aus dieser Serie. Sie stammen nicht aus Kinderüberraschungseiern. Bestempelt waren die meisten Fahrzeuge lediglich mit Made in West Germany. Hier noch eine weitere Farbvariante. Oftmals wurden lediglich die Farben ausgetauscht. Deswegen gehe ich davon aus, dass es diverse und viele Farbvarianten gibt. Ein Markenzeichen dieser Serie war das durchsichtige Plexiglas am Heck oder als Triebwerk. Also ihr Detektive, macht euch auf die Suche, vielleicht findet ihr was raus. Ich würde mich über jede Info freuen.
So Leute, wir sind am Ende unserer Sendung angekommen. Ich hoffe, euch hat das Double Feature über die Small Soldiers gefallen. Und vielleicht mit etwas Glück finde ich ja jemanden, der wohl diese unbekannten Fahrzeuge kennt. Man muss wirklich dazu sagen, die Stücke tauchten ganz kurz auf und verschwanden dann für immer. Auf dem Flohmarkt waren sie eigentlich auch nicht zu finden. Leute, ich bedanke mich bei euch wieder fürs Reinschauen. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende und ich hoffe, dass das Wetter einigermaßen mitspielt. Der Wetterbericht sagt ja so lala. Also Leute, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Fantastic Toys and Merchandise.